weiter geht's mit Final Fantasy 3 und ich befürchte, dass jetzt hier was Doofes auf uns zukommt. Wie sieht's denn aus mit unserer Gruppe? Kann man die vielleicht noch mal ein bisschen aufpimpen? Ich glaube, die pimpen wir noch mal ein bisschen mehr auf. Benutzen das da. Kriegt jetzt alle noch mal was. So, weil, ja. Wenn das überhaupt klappt. Ich bezweifle es. Sehr gut, ihr habt es geschafft. Wir müssen nur den Eureka-Schlüssel vervollständigen. Achso, das ist ja der Operine. Sehr gut, ihr habt es geschafft. Okay. Doch zuerst müsst ihr gegen Doga und mich kämpfen. Macht euch bereit. Warum? Was? Aber nein, das können wir doch nicht. Hört mir zu. Vor langer Zeit gab es Waffen, die zu mächtig für die Menschheit waren. Diese Waffen wurden in Eureka versiegelt. Jetzt ist ihre Zeit gekommen. Und der Eureka-Schlüssel benötigt Dogas und meine Energie, um vollständig zu sein. Nein, wir können doch nicht... Doga, Unai, wir können euch nicht bekämpfen. Ich will auch nicht gegen die kämpfen, die sind bestimmt voll stark. Aber es muss geschehen, wenn ihr uns nicht besiegt, dann werdet ihr sterben. Wieso denn? Doga greift dich an. Nein! 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 Das sieht schlecht aus. Okay. Du greifst mal an. Du auch. Aber du nimmst mal jetzt schon... Du gibst ihm mal das Ding hier und du machst mal... Shell brauchen wir eigentlich. Haben wir Shell? Haben wir schon Shell? Nee, Shell habe ich gar nicht. Oh, das ist ja doof. Dann machst du Protes. Oje, Mene. Ich weiß nicht, ob das so gut läuft jetzt hier. Ich meine, die machen ordentlich Schaden gerade. Saugen. Nein, der saugt mir meine Energie ab. Nein. Nein. Nein, nein, nicht Ingus. Nicht Ingus, bitte. Oh Gott, ich muss ihm schnell was geben. Aber sofort. Und dann machst du mal Abwehr. Warte, jetzt können wir auch mal was Gutes nehmen. Wobei... Immer schön drauf, Refi, ja. Sehr gut. Ja, super! Yeah! Mensch, ich hätte nicht gedacht, dass ich so gut bin. Also, dass es so viel Schaden macht, dass ich den kleinen krieg jetzt. Das war gut. Doga, nein! Jetzt bin ich an der Reihe. Zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Oh nein, bitte nicht! Sei still! Jetzt ist nicht die Zeit zu reden! Nee. Und sorgt euch nicht, selbst wenn unsere Körper vergangen sind, werden unsere Seelen bleiben. Und jetzt kämpft! Oh Gott, jetzt auch noch sie. Direkt im Anschluss. Ich will mich heilen. Du musst wieder Protes machen. Nein, ich muss auch Hast machen. Das Ding ist voll schnell jetzt. Oh nein. Scheiße.
Boah, die sind voll am Arsch, die Leute hier. Shit. Das hast du gut gemacht. Ingus hat sie gerade beschützt, bevor ihr mehr was passiert. Du schlägst mal schön zurück, Refia. Einer muss ja auch mal angreifen währenddessen. Wir können nicht nur immer heilen. Dann kommen wir auch nicht voran. Aber das sieht schon eng aus. So. Ah, nicht schon wieder Refia. Nein, nicht Refia. Oh, 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 oh. Oh Gott. Die ist so schnell. Tu was. Ja, die anderen müssen geheilt werden. Ihm geht's doch so schlecht. Du machst wieder Abwehr. Mach was, Junge. Nein. Oh Gott, der stirbt mir weg. Der stirbt mir weg. Scheiße. Oh, 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 oh. Jawohl. Oh, ich hab's sogar geschafft, ey. Unglaublich. Ark ist zwar tot, aber ich hab's geschafft. Das ist das, was zählt. Und das in der ersten Runde. Ich hab das jetzt... Oh, ich dachte, ich schaff's nicht. Doga. Unai. Der Eureka-Schlüssel... Achso, der Eureka-Schlüssel ist vervollständigt. Nehmt ihn an euch. Eureka-Schlüssel erhalten. Doga! Seid nicht traurig. Unsere Seelen bleiben erhalten, auch wenn unsere Körper vergehen. Ihr müsst gehen und Xander aufhalten. Er befindet sich im im Syrkusturm, dessen Eingang 4 Uhr alte Statuen bewachen. Vertreibt die Dunkelheit aus dieser Welt. Ich weiß, dass ihr es schaffen werdet. Das Licht in jedem von euch ist hell und stark. Nur nicht in Ark, der ist gestorben. Das Licht des Mutes. Das Licht der Güte. Das Licht der Liebe. Und das Licht der Entschlossenheit. Eure Hoffnung und eure Sehnsucht verwandeln sich in Licht, das euch Kraft gibt, vertreibt die Dunkelheit aus dieser Welt, Krieger des Lichts. Und nehmt dies, den Syrkusschlüssel, eröffnet die versiegelte Tür im Turm. Wir werden über euch wachen. Nun geht und rettet Xande, bitte. Syrkusschlüssel erhalten, oder Syrkus. Unai. Okay. Trotzdem haben wir es geschafft. Geht's denen wieder gut? Denen geht's wieder super. Wahnsinn, dass ich das hingebacken gekriegt habe. Puh, okay. Diesmal laufen wir aber mal zurück, auch wenn wir dann kämpfen müssen. Das ist dann so.
Ja, immer schön auf Arc drauf. Es wird dann noch bestraft dafür, dass das nicht gebacken gekriegt hat. Das Ding lebt ja immer noch. Hauptsache, die teilen sich nicht mehr, die Monster. Da bin ich schon glücklich drüber dann. Juhu. So, weiter geht's. Haltet euch nicht lange auf. Warte, ich wollte hier nochmal zurück, weil damals bin ich direkt nach rechts gelaufen. Ich wollte nochmal nach links. Was ist denn hier? Oh, die habe ich übersehen. Die sollte ich dann nochmal einsammeln. Oh, Sonnenaufgang. Kriegen wir auch Sonnenuntergang? Gierdolch. Weißmoschus. Was ist denn bitte ein Sonnenaufgang? In diesem Falle. Wichtiges? Nee. Was ist denn... Wo steht das denn? Da ist dieses teils sofortiges K.O. Davon haben wir auch nur einen. Wo ich dachte, dann wir hätten davon schon einen. Na, egal. Rabenfeder löst einen Wirbelsturm aus. Schlafmütze und dann kommen hier die anderen Sachen. Ist das vielleicht sogar eine Waffe? Kann das sein? Da, tatsächlich. Das ist so ein Bumerang für Rifia, Sonnenaufgang. Aha, und der Gierdolch 110. Moment, können wir den nicht... Ach nee, sie hat ja jetzt... Hey, okay, das geht nicht. Nee, das lassen wir mal so. Die macht ordentlich Schaden. Mit ihr haben wir das alles geschafft gehabt. Aber coole Sachen. Hier ging es auch noch mal weiter. Hallo? Nichts? Nichts. Okay. Aber immerhin noch was gefunden. Und wieder so komische Monster. Sie sehen aus wie Wurzelmonster. Immer drauf. Der ist schon mal weg. Der nächste wird jetzt auch. Boah, die machen aber auch einen Schaden. Mit Bäm, mal eben 600. Aber gut, wir machen über 2000, 3000. Ne? Raus mit dir. Hoffentlich geht's dir nicht immer noch schlecht. Was ist das denn für ein Drache? Oh. Ja, weh, du machst wieder auf Arc. Danke. Danke, Ingus. Sehr nett von dir. Mach den Drachen fertig. Ja, nun komm. Nun stirb doch. Ach
Also Refias Attacken hat bisher noch keiner überlebt, von daher. Tja, Frauenpower. Schön. Ich werde jetzt mal arg seinen Beruf ändern. Ich wollte mal wissen, ob er jetzt als Beschwörer eigentlich mal Sachen, die wir beschwören könnten, schon beschwören kann, wenn ihr wisst, was ich meine. Oder ob der jetzt noch gar nichts kann oder wie oder was. Wenn ich ihm jetzt die Sachen gebe, kann der dann mal was? Oder warum nicht? Weil so, weil halt. Lern doch mal was. Lern doch mal hier Odin beschwören und Stufe 6. Ach so, wir müssen ihn erstmal so ein bisschen aufpimpen. Kann das sein? Aber die anderen Sachen kann er gar nicht. Und was kann der denn? Der soll mal was können. Als Beschwörer. Weiße Robe, schwarze Robe, kriegt eine schwarze Robe. Und das da. Warum kann der nichts? Voll doof. Das ist jetzt endlich mal die letzte Runde hier. Ich will raus hier. Dauert ja ewig. Und noch ein Kampf mit diesen komischen zwei Heinis hier. Ja, beschwören? Doch, der... Nee, kann er nicht. Warum denn nicht? Doch, der kann. Der kann. Und. Oh, toll. Warum ist das denn aber grau? Ich dachte immer, der kann das nicht. Beschwör sie. Beschwör Shiva. Aber wahrscheinlich stirbt er jetzt. Ja. Aber trotzdem, er macht's. Er macht's. Juhu. Da freuen wir uns doch gleich doppelt. Ah. So, da sind wir wieder draußen. Ab in unser Schiffchen, weg geht's. Ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt jetzt noch was zu erledigen. Habe ich mir schon vorher so durchdacht. Aber jetzt brauchen wir erstmal dafür unser anderes Schiff. Und das ist da unten, sich, oder? Welches sind denn wir denn? Ne, wir sind hier unten. Okay, wir müssen nach oben zu unserem anderen Schiff. Ohne das geht das nämlich nicht, was ich vorhab. So, das müsste jetzt ja irgendwo wieder hier drinnen sein. Da ist es. Das brauchen wir. Und das ist auch gar nicht schlecht, weil dann können wir uns nämlich auch nochmal hier ausruhen. In unserem Luxusliner können wir ja immer mal pennen gehen und so. Schön. Ja, du hast geschlafen. Was sagt denn unser Mognet? Kriegen wir mal wieder Nachrichten oder gar nicht? Nö, keiner redet mehr mit uns. Na gut. Ja, dann wollen wir mal wegfliegen. Und zwar... Oh, das Ding ist ja immer ein bisschen lahmer. Aber kriegen wir schon hin. Erstmal raus hier, genau aus dieser Schneise. Und jetzt wollte ich mal an diesen See zurück, wo immer der schwarze Schatten am Anfang des Spiels rumlungerte, wo das Gebirge drum ist. Und da möchte ich jetzt eigentlich gerne mal hin und überlege gerade, wo das nochmal war. Ich meine, das war auf der anderen Karte. Deswegen müssen wir da hin. Das heißt, wir müssen nach unten schwimmen, ganz nach unten, damit wir diesen Kontinent überhaupt wechseln können. Ich hoffe, das klappt. Da. Ja, das klappt sogar. Das ist ja gut. Wo ist denn jetzt dieser See?
weiß es gar nicht mehr schon wieder. Ist das nicht der direkt hier? Ja, da ist er doch. Ja, voll gut. Ich speichere mal. Und dann gucken wir mal, was da auf uns zukommt. Da gehst du mal rüber. Und, ja. Kannst du da rüber? Oder wo können wir denn mal landen jetzt hier? Könnt ihr jetzt einfach hier raus aus eurem Schiff? Geht das? Wenn du jetzt hier einfach runter gehst, geht das? Du kannst hier nicht landen. Okay. Wo können wir denn mal landen? Wie kommen wir denn da hin? Es ist ja direkt unter uns eigentlich, aber... Aber ich kann doch hier nicht. Nee. Was mache ich denn jetzt? Ist natürlich doof. Kann auch nirgendwo hier runter eigentlich. Kann ja nur hier direkt runter und dann hänge ich hier vor dem Gebirge. Ah, das ist doch doof. Ja, da muss ich irgendwie einen Weg finden. Macht ja aber auch gar keinen Sinn, weil egal von welcher Seite so, von hier ist ja auch doof. Kann man vielleicht durch die Höhle und dann da rein? Ich kann mich gar nicht dran erinnern, ob wir überhaupt durch diese Höhle schon damals gegangen sind. Doch, Klamm der Gulgana. Vielleicht gibt's ja aber hier einen Weg irgendwie. Da, hier, runter. Könnt ihr uns nicht mal helfen? Aha. Nee, daran kann ich mich... Doch, da hier eine Kiste geöffnet wurde, waren wir hier ja schon. Aber angegriffen werden wir ja hier anscheinend nicht. Gibt's hier vielleicht noch einen anderen Weg? Damit wir da zu dem Vieh kommen. Hä? Toll, ich habe den Zauberfrosch bekommen. Oh, ist voll hilfreich gerade. Ja, ich möchte eigentlich gerne zu dem Wesen da unten. Werde mich wohl damit irgendwie auseinandersetzen müssen, wie man jetzt hier hinkommt zu dem. Naja. Unvermeidlich, dass ich niesen musste, obwohl ich mich gerade verabschieden möchte. Wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy 3 und dann weiß ich, wie wir hier in die Mitte kommen und was uns hier erwartet. Bis dann!